Ich entwickle kleine Teile, die für große Sicherheit sorgen. Ich sorge dafür, dass batteriebetriebene Geräte länger durchhalten, so wie mein E-Bike. Im Herzen von Graz tüfteln hunderte Entwickler und Forscher an den Technologien von morgen. Dahinter stecken Chips, also Minicomputer, die für weniger Energieverbrauch sorgen. Sie haben es bei ganz vielen batteriebetriebenen Geräten, dass der Akku einfach länger hält. Sie können länger mit Ihrem Rasenmäher, mit Ihrem Akkuschrauber, mit ich weiß nicht was auch immer, arbeiten, ohne das Gerät neu aufladen zu müssen. Und wir werden auch vor allem in der Elektromobilität noch einen Riesensprung nach vorne sehen. Ladegeschwindigkeit, Ladedauer, Reichweite der Batterie. Die Produktion von Mikrochips benötigt Energie. Diese Prozessoren sorgen aber wiederum dafür, ein Vielfaches an Energie im Alltag einzusparen. Mikroprozessoren sind das Herz der modernen Elektronik. Jeder von uns hat eigentlich jeden Tag damit zu tun, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist. Mikrocontroller stecken in Elektrogeräten, in Industrieanlagen oder aber auch in Ladestationen oder in ihrer Photovoltaikanlage. Die Welt digitaler und damit grüner machen. Diese Mission verfolgen die Wissenschaftler und Techniker bei Infineon. Sicherheit wird dabei großgeschrieben. Die neueste Entwicklung, eine Bankomatkarte, auf der ein Fingerabdruckleser mit verbaut ist. Dieser Fingerabdruck muss einmal aufgespielt werden und dann muss man sich den PIN mitmerken. Das heißt, ich brauche keine Gesichtserkennung. Ich nehme einfach diese Karte, drücke meinen Finger drauf und kann damit bezahlen. Der Chiphersteller ist in mehreren Bereichen Weltmarktführer. Allein in Europa sind die Entwicklungen aus Graz im Großteil der E-Reisepässe und elektronischen Versicherungskarten verbaut. In Österreich in mehr als 4 Milliarden Produkten. Einerseits ist unser Leben in den letzten Jahren viel komplizierter geworden. Wir haben neue Technologien überall, an die wir uns anpassen müssen. Aber wir wollen diese neuen Technologien so weit vorantreiben, dass es für uns wieder einfacher wird.